Willkommen bei Fox Toolbox. Ich habe euch heute was Interessantes mitgebracht. Und zwar die beiden Figuren aus der Star Trek Linie von McFarlane Toys. Captain James T. Kirk und Captain Jean-Luc Picard. Wie werdet ihr jetzt wahrscheinlich sagen, Figuren von Star Trek? Ja, McFarlane Toys hat 2018 die beiden Figuren rausgebracht. Leider ist die Serie gescheitert und die weiteren geplanten Figuren sind nicht mehr erschienen. Hierzulande wurden sie bei GameStop angeboten. Da habe ich sie auch her, vom Krabbeltisch, für einen sehr günstigen Preis. Ich finde es schade, weil ich finde die Figuren super. Schauen wir uns mal das Verpackungsdesign an. Ja, wie man hier sehen kann, die Verpackung ist nicht mehr sammelwürdig. Aber ist auch egal, die packen wir aus. Der Lizenzgeber hat bei der nächsten Generation das Design blau-rot genommen und alle Figuren oder alle Produkte, die es von Star Trek gibt, die zur nächsten Generation gehören, haben meistens den Captain Jean-Luc Picard da drauf. Hier haben wir jetzt die Figur. Sehr schönes Design, eine Wechselhand, ein Phaser, eine Flöte, ein Basement und hier unten steht natürlich Captain Jean-Luc Picard. Beim Captain Kirk sieht das anders aus. Das Design hat der Lizenzgeber hier mit Blau und Gelb für die Originalserie genommen und an der Seite findet man Captain James T. Kirk. Hier haben wir die Figur. Sehr schön. Eine Wechselhand, Kommunikator, ein Phaser, ein Phasergewehr. Auch hier ist ein Basement drin und hier unten drunter steht Captain James T. Kirk. Schauen wir uns mal die Rückseite an. Da werden die beiden Figuren vorgestellt. Sie zählen unter der 7-Inch-Linie. Also ca. 17 cm, das werden wir gleich prüfen. Und hier, das sind Figuren, die noch erscheinen sollten. Mr. Spock und Michael Burnham. Wer jetzt Michael Burnham nicht genau kennt, das ist der Hauptcharakter aus Star Trek Discovery. Es sollte auch ein 1:1 Phaser geben. Mir ist nicht bewusst, ob der erschienen ist, aber solltet ihr das wissen, schreib's unten in die Kommentare. Ja, dann würde ich mal sagen, öffnen wir mal die beiden Pakete und schauen mal, was die beiden Captains der USS Enterprise so alles können. So, und hier haben wir jetzt die beiden Captains. Ja, Jean-Luc Picard. Ich zeige ihn mal ein bisschen näher. Ich finde das Gesicht sehr gut. Man weiß auf jeden Fall, wer er ist. Die Rangabzeichen und der Kommunikator auch punktgenau bemalt. Die Uniform, die er per zweiten Staffel hatte, auch sehr schön bemalt. Leichte Wasch drinne, typischen Zeigefinger. Energie. Ja, die Beweglichkeit ist auch vollgegeben. Arme kann man nach außen, vorwärts, zurück. Ellbogengelenk zum Drehen. Handgelenk kann man drehen, ist auch ein Kippgelenk drin. Kopf rechts, links, vorne und zurück. Ein Bauchgelenk. Ja, die Beine kann er sehr weit auseinander machen. Also bestens für einen Spagat. Vorwärts und zurück. Ein Drehgelenk am Knie mit Rastergelenken. Ja, ein bisschen Bewegung in dem Fuß. Nicht viel. Dieser hier ist etwas lockerer. Ja, ansonsten eine sehr schöne Figur. Hier hat als Zubehör einmal ein Basement. Mit dem Star Trek Logo.
Dann hat er eine Flöte. Die hat er in der 5. Staffel, der 25. Folge, hat er die bekommen. Dann hat er noch eine Wechselhand. Den habe ich direkt mit den Handfäser, den Typ 2 Fäser ausgestattet. Also ich finde, dass die Figur richtig gut ist und finde es eigentlich schade, dass die Serie gefloppt ist. Dann haben wir noch den Captain Kirk. Da komme ich direkt erstmal zu den einen Zube, was ich zwar als super Fanservice sehe und es auch super bemalt und punktgenau bemalt ist. Dieses Phasergewehr, sehr schön modelliert. Aber ehrlich, wenn man das ihm in die Hand gibt, er kann das nicht vernünftig, irgendwie vernünftig halten. Das wäre jetzt nur möglich, dann sowas zu machen. Ja, und also ist eine nette Dreingabe. Ich persönlich bin kein Fan davon. Wovon ich wirklich Fan bin, ist hier sein normaler Phaser. Auch der sehr schön modelliert, sehr punktgenau bemalt. Wunderschön. Auch hier die Details seines Rangabzeichens, die ganze Uniform, das Sternenflottensymbol. Und vom Gesicht her, ja, sollte man ihn auch, glaube ich, erkennen können. Auch er hatte ein Basement dabei, das man eben so reinstellen kann. Und wie ihr es wahrscheinlich vorhin schon gesehen habtet, auch einen Kommunikator. Auch dieser ist sehr, sehr schön modelliert. Ja, auch punktgenau bemalt. Also wunderbar. Also ich kann mich jetzt über diese beiden Figuren tatsächlich nicht beschweren. Ich persönlich hätte es gut gefunden, wenn die WF weitergegangen wäre. Ja, ist sie aber leider nicht. Also müssen wir uns mit den beiden Figuren vergnügen. Und ich bin froh, sie willkommen zu haben. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer liken, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr auch keine neuen Videos verpasst. Ich freue mich über Kommentare unter dem Video und sag mal, bis dann, wenn es wieder heißt, Neues aus Fox Toy Box.